Und damit willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Wir sind nun in der Wüste und es ist sehr, sehr kalt hier. Man sieht es am Mario. Und wir wollen jetzt weiter. Der Showdown steht vor der Tür. Da hinten ist Bowser. Und da wollen wir jetzt hin. Da wollen wir hin. Wir können uns auch nochmal hier ein bisschen umsehen, was hier noch so alles auf uns wartet. Auf jeden Fall, wir waren da hinten schon. Wir waren da hinten im Dorf. Hier waren wir. Also wir haben schon so einiges von der Wüste gesehen. Und jetzt geht's hier weiter. Und ist da Captain Toad da hinten? Ich glaube fast ja. Ich glaube fast ja. Und hier sind noch andere Leute. Hallo? Was ist mit euch? Was ist mit euch? Was ist bei der Kopfsteinpyramide los? Die sind bestimmt auf unserem Ring der Einheit scharf. Das ist natürlich nicht so schön. Und tatsächlich ist das, glaube ich, Captain... Nee, das ist nicht Captain Toad. Das ist irgendjemand anderes, der Probleme hat. Oder? Ich bin so durch den Wind. Drei meiner kleinen Schafe sind verschwunden. Bringen sie zu mir zurück. Bitte. Das ist natürlich nicht so schön, dass ein paar Schafe von dir weg sind. Ich habe auch noch bisher keine Schafe gesehen. Ach, ist das da ein Schaf? Ist das ein Schaf? Das sieht so merkwürdig aus. Das ist tatsächlich... Ach so, mit Lombrero-Hut. Warte, kann ich dich... Kann ich mich in ein... Das war jetzt nicht so geplant, dass ich den so wegschleudere. Was ist denn generell hier? Hier war mal ein Auto oder so. Ach so, ein Mond. Nice. Nice, nice, nice. Vom Taxi gefallen. Was? Taxi? Ach so, da! Da ist ein Taxi. Ja, moin. Und ein Mensch. Ein Mensch. Ein Mensch. Ja, es gibt ja Menschen. Ein Kunde wartet schon auf mich. Aber so wie es aussieht, komme ich hier erstmal nicht weg. Ach, das ist der Kunde, der im Dorf da wartet. Den haben wir im letzten Part auch getroffen. Eieiei, hier ist ein Dreifachmond drin. Ja, Multimond, so heißt es. Krass. Krass, 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 krass. Ja, hier sind zwar die Schafe und so, allerdings um die Schafe kümmere ich mich irgendwann später. Wir wollen jetzt weiter. Wir wollen jetzt hier weiter in die Pyramide hinein. Und ich denke mal, es wird sehr, sehr cool. Wow. Im Inneren der Kopfstandpyramide. Nice. Oh, das erinnert mich an Galaxy. Das erinnert mich dann sowas an Galaxy. Diese Gravitationsspielchen. So schön. Aber wir müssen erstmal rüber. Mal ein bisschen Turbo-Modus an. Wo die Münzen würde ich schon gerne alle haben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Puh, Glück gehabt. Ah, da kommt noch ein weiterer. So, ich möchte die Münzen haben. Yes. Gibt zwar keinen Stern, aber hätte ja sein können. Hätte ja sein können. So. Dann geht's gleich in die nächste Super Mario Boss Passage. Auf die ich mich sehr freue. Also die Passagen kommen doch häufiger als gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich find's cool. Ich find's sehr, sehr cool. Hat man schön hier 2D mit eingearbeitet. Und dann noch dieses Super Mario Galaxy. Ja, Easter Egg Feature, wie auch immer. Weil da gab's ja in Galaxy auch solche Passagen, 2D Passagen mit dieser Gravitation. Ein Block muss irgendwas Spezielles drin sein. Nein? Münzen? Nur Münzen? Na. Ah, ich glaube, da unten ist er tot. Also da will ich nicht hin. Schnell hier rüber! Wunderbar, wunderbar. Oh, toll. Die Münzen kriege ich natürlich jetzt nicht alle. Egal. Und ich würde sagen, wir sind jetzt oben angekommen. Nein, noch nicht. Noch nicht. Es geht weiter mit 2D-Bit. Wie auch immer. Wow, um die Kurve. Ist fies. Habe ich da vielleicht was ausgelassen? Ich glaube, nein. Wir hatten schon länger jetzt keine lila Münzen mehr. Generell gefällt es mir nicht, wie wenig lila Münzen ich jetzt aktuell habe. Und wie viel wir schon von der Welt gesehen haben. Kann ich da durch? Oh, nice. Aber es sind... Okay, ich wollte gerade sagen, sind nur Münzen? Nein, es ist auch ein Mond. Nice. 11 Monde haben wir hier in diesem Gebiet tatsächlich schon gesammelt. Laut dieser Anzeige sind noch 6 Monde übrig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur noch 6 Monde sind. Das sind bestimmt noch mehr. Zumal 3 Monde ja schon da in diesem Kristall drin waren. Also es sind nie und nimmer nur noch 3 Monde. Okay. Oh, lila Münzen. Gerade angesprochen. Nice. Sehr, sehr cool. Okay, und jetzt sind wir hier draußen. Oh, und du gehst... Ach so. Ja, moin. Okay, das ist cool. Dass auch die dann von 2D weg sind. Ah. Du kannst das hier aufbrechen. Das finde ich aber sehr, sehr schön. Gibt es da noch mehr? Mach mal hier noch mehr. Ich stell mich mal kurz hier hin. Ah, eine sehr coole Perspektive. Und dann der nächste.
Ah, hier gibt es nicht mehr. Schade. Aber wir brauchen euch noch hier. Dann würde ich sagen, Turbo-Modus an und weiter geht es. Rüber hier. Bam. Es macht schon Spaß. Es macht schon Spaß. Generell auch, wie viele Verwandlungen es hier gibt. Das ist schon sehr abwechslungsreich. Sehr, sehr abwechslungsreich. Und wir haben noch längst nicht alles gesehen. Noch längst nicht. Ich bin da gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was noch alles für Verwandlungen kommen. Keine Ahnung. Vom Frosch wusste ich, wegen Trailer halt noch. Das war noch sehr einleuchtend. Kuwili ist mir halt dementsprechend im letzten Part dann wieder eingefallen, als ich das dann da gesehen habe. Und sonst... Diese komischen Statuen, ja, das wusste ich auch noch, aber sonst... Was gibt's noch für Verwandlungen? So, ich gucke mich gerade hier so ein bisschen um. Aha, hat sich gelohnt. 3 lila Münzen. Boah, das ist die Suche. Über 50 Münzen dann noch zu suchen. Das wird hart. Das wird sehr, sehr hart. Aber gut, jetzt sind wir erstmal bei Bowser. Und bei Brudels. Ihr sucht den Ring der Einheit? Den hat der Chef sich schon gekrallt. Ihr armen Schnüffler seid aber leider nicht zu seiner Hochzeit eingeladen. Ach Menno, ich dachte, wir sind wenigstens auf der Gästeliste. Aber ihr seid auf der Gästeliste? Oh. Bisschen unfair. So, was kannst denn du, Mädel? Okay, Bomben. Bomben ist natürlich sehr, sehr krass. Kann ich die vielleicht irgendwie zurückschleudern? Ja. Was ist das jetzt? Okay. Ich glaube, ich muss damit irgendwas machen. Das war richtig. Nice. Ich glaube, jetzt noch auf sie drauf springen. Yes. Habt ihr wieder nur 2 Leben? Wie dein anderer Kumpane. Oder hast du jetzt mehr Leben? Okay, sehr, sehr cool. Auch sehr, sehr interessant, dass das Feuer hier bestehen bleibt. Da ist man so ein bisschen eingeengt. Aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Ja, schmeiß ruhig deine Bomben. Schmeiß ruhig deine Bombe. Wann kommt denn deine große Bombe wieder? Da ist es, da ist es. Das Feuer geht auch so langsam weg. Sehr, sehr schön. So, und zack. Bam. Und wunderbar. Ah, du lebst noch. Du lebst tatsächlich noch. Du hast wirklich mehr Leben. Finde ich aber auch ganz gut. Fordernde Bosskämpfe sind so oder so ganz nice. Und da habe ich mich tatsächlich auch treffen lassen. Fies, fies. Aber ich glaube, nur noch ein einziges Leben. Dann ist es besiegt. Dann ist es besiegt. Einfach mal ein bisschen herumlaufen. Hier ist wichtig, in Bewegung zu bleiben. So, und jetzt kommt die große. Da hinten, schnell, schnell. Und Mario, wunderbar. Aua. Da darf man nicht zu schnell so nah ran. Aber wir haben es geschafft. Aber ich hatte nur noch ein einziges Leben. Also es war schon schwieriger. Gut, ich habe mich auch ein bisschen dumm angestellt. Okay, jetzt haben wir hier 3 Monde bekommen. Sehr nice. Kann übrigens sein, dass die gestrichelten Monde oben links anzeigen, wie viele Monde wir brauchen, um ins nächste Gebiet zu kommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Fällt mir gerade so ein, weil es jetzt hier auch 3 Monde gibt. Das ist die Bestätigung dafür, dass es mehr Monde als 17 Stück gibt. Oh, es ist Nacht. Es ist Nacht. Gerade war es doch noch Tag. Tschüss, Pyramide. Wie soll man da jetzt reinkommen? Das Loch in der Wüste, es geht hier so noch weiter. Ach du Heilige. Diese miese Brudel hat uns echt nicht leicht gemacht, aber wir greifen uns weiterhin unsere Monde. Oh, die Kopfsteinpyramide schwebt und es ist erheblich kälter geworden. War hier Bowser am Werk? Der Kerl bringt uns nur immer alles durcheinander. Eieieiei. Ja, wir sind jetzt hier beim Raumschiff und ich würde sagen, wir gucken uns so ein bisschen jetzt mal um, bevor es weitergeht. Genau. Wir haben jetzt so viel Story gemacht, jetzt können wir uns so ein bisschen mal die Gegend angucken. Zum Beispiel da hinten ist eine Note und generell eine kleine Oase, die sehr, sehr cool aussieht. Und auch ein Checkpoint gibt es hier. Kann ich damit irgendwas... Ne, es ist für einen Taxistand. Das ist später für einen Taxistand. Aber jetzt können wir da relativ wenig noch was machen. Obwohl, hier ist halt auch alles gefroren. Ich glaube, die Erkundung werden wir später machen. Ganz ehrlich, weil
Es ist halt alles hier zugefroren. Du hast einen Rücksetzpunkt. Ja, ich weiß, dass ich da mich porten kann. So, wo ist da? Müssen wir hin. Also, porten wir uns mal dahin. So sieht das übrigens aus. Mario geht in seine Mütze rein und kann dann hier hinschweben. Ganz cool gemacht. Jetzt sind wir hier oben. Und da unten müssen wir hin. Dann machen wir doch noch die Story weiter, weil es muss erstmal hier alles auftauen, damit wir effektiv erkunden können. Oh, was seid denn ihr für Viecher? Was seid denn ihr für welche? Oh, ich habe mich ja noch nie gesehen. Was ist mit euch? Was ist mit euch? Da unten scheint irgendwas zu sein, aber ich traue mich einfach nicht hineinzuspringen. Ach, keine Sorge. Dafür ist Mario da. Mario springt gerne in sowas rein. Was doch ganz schön tief ist. Oh. Oh, der Untergrundtempel. Das sieht echt nice hier aus. Gut, der Hintergrund jetzt vielleicht nicht ganz so. Das ist mir ein bisschen zu pixelig. Aber sonst... Okay, aber wirklich, der Hintergrund ist ein bisschen hässlich. Muss man wirklich mal so sagen. Weil er so pixelig ist. So, ja. Weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So unaufgelöst, sag ich mal. Okay, dann haben wir mal hier den Weg mal frei. Hier müssen wir echt aufpassen, weil es verdammt rutschig ist. So, wunderbar. Ich weiß, links geht es weiter, aber ich kann mir gut vorstellen, hier sind lila Münzen. Ja. 3 Stück. Wäre ganz cool, wenn wir hier im Untergrund schon mal alle lila Münzen sammeln könnten. Also, wenn mir dann am Ende so 2, 3 Münzen fehlen. Ach, ich kann in den Goomba rein. Ach so, ja moin. Stimmt. Der rutscht nicht, umso besser. Mit Y sprinten und B springen. Mit Pro-Controller, um höher zu springen. Ach so, cool. Problem wird es halt sein, wirklich, wenn wir nur noch 3 oder, ja, ungefähr 3 lila Münzen haben, dass wir dann, dass ich dann offscreen alles absuchen muss. Das wird eine richtige Sucherei dann. Okay. Ah. Was bringt mir das? Nein, der Goomba ist tot. Jetzt, achso, jetzt macht das immer abwechselnd. Das ist jetzt so fies. Nehmen wir mal den Turm hier mal mit. Jetzt sind wir ein ganzer Turm. Ist das nice. Das ist schon sehr, sehr cool. Und tatsächlich brauchen wir die auch. Ja, würde ich sagen, kurz warten. Und jetzt hier rüber. Aber kann ich das jetzt so? Nein, da brauche ich mehr Goombas. Ich brauche da mehr Goombas. Nur ein Problem. Ach, der lebt da hinten wieder. Gut, dann gehen wir... Aua. Das war fail. Dann gehen wir wieder zurück und werden den Goomba erstmal weiternehmen. Aber warum wurde das jetzt hier aktiviert? Das gefällt mir nicht. Vielleicht kann ich das wieder irgendwie deaktivieren. Wenn das so gegenseitig... Oder vielleicht habe ich das jetzt noch schlimmer gemacht. Ah, nee, eigentlich nicht. So, Goomba spawnst mal wieder. Da ist auch noch ein Goomba. Da ist auch einer. Dann er mit dem Goomba, er mit dem Goomba. Wunderbar. Also wir brauchen schon so mindestens 2, 3 Goombas, würde ich sagen. Und das Problem ist wirklich, dass der eine hier gar nicht mehr spawnt. Gut, gehen wir mal weiter. Und bringen erstmal diesen Goomba darüber. Und Sprung. Wunderbar. Zack. Warum läufst du uns hinterher, ihr vielen Goombas? Und jetzt ist decken. Sehr schön. Jetzt lebt der Goomba da hinten wieder. Ja, jetzt ist er... Ah, okay, wenn ich weiter weg bin, dann spawnt er andauernd neu. Aber wenn ich da bin, spawnt er nicht neu. Zack, tot und sofort der neue da. Das reicht, glaube ich, noch nicht. Dieser eine Goomba reicht leider nicht. Warte, ich kann höher springen. Warte mal kurz. So, und schütteln. Ah, das reicht trotzdem nicht. Ich brauche noch diesen einen Goomba. Das ist natürlich jetzt doof. Dann werde ich mal mit der gesamten Mannschaft... So, da sind noch weitere Goombas da oben. Aber es bringt mir da jetzt nichts. Ich komme dann nicht selber von alleine hoch. Ich brauche diesen... Oder? Warte, geht da? Oh. Dann werde ich einfach diese Dinger gar nicht mal erst aktivieren, sondern erstmal den Goomba dort rüber bringen. Ganz einfach. Dann machen wir uns das einfach. Ich habe es so oder so direkt am Anfang nicht kapiert, dass das dann unendlich lang läuft. Brauche ich ja erstmal gar nicht. So. Dann hier und raus hier und sofort hier rein. Ja, passt. Gut, Herz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht kann ich mir das noch aufheben. Und dann war da hinten noch der eine... Nee, warte.
Da hinten ist noch ein Goomba. Den brauche ich auch noch schnell. Da ging's runter. Das war... Oh, nein. So, ich denke mal, das reicht jetzt. Dann, zack. Die nehmen. Hier rauf. Dann sollte das, denke ich mal, jetzt wirklich ausreichen. Mit einem normalen Sprung? Nein, aber mit einem großen Sprung. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Also ich habe jetzt die anderen Dinger nicht aktiviert. Keine Ahnung, wofür man die aktivieren muss. Und ich glaube, für die lila Münzen brauche ich immer noch den Turm. Daher gehen wir mal weiter. Gehen wir erstmal ganz normal weiter. Ich muss aber kurz auf die Plattform warten. Ich habe mich eben nicht getraut, da drauf zu springen. So, von oben die Perspektive ist eigentlich ganz nice, um zu sehen, wann kann ich springen, wann kann ich rüber. So, wunderbar. Jetzt hier. Alle vier. Hammer. Okay, dann können wir wieder zurück zur Mitte. Brauchen wir die Goombas noch? Ich würde mal fast sagen, nein. Dann rausspringen, Mario. Zack, und hier hoch. Lass mal die Goombas ruhig da stehen. Ja, das passt. Obwohl da oben ja noch was war, aber es ist nur ein Fragezeichenblock, da ist nichts weiter. Die Röhre, aus der kamen wir, genau, sonst haben wir bisher alles gesehen. So, was ist das hier? Okay, das ist natürlich sehr, sehr cool. Aber es bringt mir aktuell dann nichts. Ich brauche euch hier. Achso, du hattest einen Hut auf. Das ist natürlich blöd. Und mit Pro-Controller schütteln kann ich noch mehr beschleunigen. Auch ganz cool. Also Pro-Controller schütteln ist immer eine ganz gute Idee. So, zack und zack. Und durch hier. Schneller. Wunderbar. Ja, es hat doch ganz gut funktioniert. Habe ich irgendwas ausgelassen? Ich hoffe, nein. Aber kann es da oben? Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Gar keine Ahnung. Falls da lila Münzen sein sollten... Das werde ich irgendwann herausfinden. Müsste ich mir aber auf jeden Fall mal merken, dass da was ist. Okay, tiefster Untergrund. Ach du Heilige. Das ist ganz cool. Doch, was wartet hier auf uns? Da oben? Warte! Das haben wir doch von oben aus gesehen. Da waren doch auch drei Monde drin. Stimmt! Da hinten eine große Eisfläche. Haben wir jetzt noch einen Bosskampf? Ich mir eher weniger vorstellen. Aber ich glaube fast ja. Wow! Das sieht ganz klar nach einem Bosskampf aus. Wo ist der Ring hin? Wir waren das nicht. Das war Bowser. Ich glaube, es wird so nicht wissen wollen. Okay, Hände. Mario-Spieler lieben Hände. Autsch. Ach so. Das war nur Glück. Ach so. Jetzt kann ich selber. Ach so. Beschleunigen. Bam. In your face. Wie haben wir es gemacht? Ist sie mit der Hand irgendwie auf so ein Eisding drauf? Ich glaube fast ja. Ach du Eilie. Weg hier. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich war noch am Analysieren, wie der Bosskampf funktioniert. Oh. Na, nicht ganz. Jetzt aber. Aber es hat... Doch, das reicht. Her damit. Ausweichen und... Bam! Sehr cooler Bosskampf. An Bosskämpfe hatte ich eh nur noch die Brudels in Erinnerung. Was es sonst noch für Bosskämpfe hier gibt, gar keine Ahnung. Und ich finde diesen Bosskampf mega. Macht echt Spaß. Oh, nein. Hast du dir so gedacht? Diese Attacke hat mich gerade an Donkey Kong Country Returns erinnert. Autsch. Ich hätte nicht springen dürfen. Weg hier. Hier mal draufbleiben. Und weg. Wunderbar. Und nochmal in your... Nein, nicht ganz in your face. Jetzt in your face. Bist du vielleicht für das Eis zuständig? Weiß ich nicht. Bist du der Grund, warum es hier so kalt ist? Mal gucken, ob es jetzt vielleicht wärmer wird. Auf jeden Fall, diese Höhle ist halt ja allein schon richtig dolle kalt. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass wirklich die Kälte hierher kommt.
Auf jeden Fall haben wir jetzt 3 weitere Monde. Nice. Das Loch in der Wüste haben wir erkundet. Wenn jetzt alles aufgetaut ist, können wir uns auch so ein bisschen um Erkundung drum kümmern. Es ist noch Eis auf jeden Fall da. Obwohl es eigentlich wärmer jetzt aussieht. Ja, es ist wärmer. Gut. So heiß. Das war ja der Sinn der Sache, was? Bleiben wir dran und knöpfen uns Bowser vor. Haben wir genug Powermonde, um ins nächste Land zu reisen? Das kannst du überprüfen. Wirf mich auf den Globus. Da geht's allerdings noch nicht hin. Ich vermute mal, entweder es geht im nächsten Part weiter oder sogar erst im übernächsten Part. Gucken wir mal, wie ich das planen werde mit Monde sammeln und so weiter und so fort. Stellt das Finden von Powermonde dich vor ein Rätsel für 50 Münzen, helfe ich dir. Möchte ich nicht. Das ist wieder derselbe Tod, wie schon im Kaskadenland. Ja, jetzt will ich allerdings zur Oase. Die ist da hinten. Da wollten wir ja schon hin. Schon mal hin. Also, gehen wir jetzt da hin. Ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Also nutzen wir diese Zeit. Ganz einfach, ganz einfach. Jetzt wird wahrscheinlich auch das Taxi verfügbar sein. Kann ich hier das irgendwie rufen? Nee, irgendwie nicht. Aber wir können jetzt ins Wasser. Lakito angelt. Cool. Wieder da einfach angelt. Das ist nice. Gefällt mir. Her mit den Münzen, her den Münzen. Lakito, es sind keine Fische hier drin. Ich habe gerade Naiko, keine Fische drin. Also da kannst du lange angeln. So, ich habe oben noch eine Münze. Der Vogel. Der Vogel. Nein, der Vogel. Wo kommt denn der Vogel überall lang? Ich muss hier mal rauf. Ich muss hier rauf. Zack. Vogel, Vogel, Vogel. Dem Vogel hinterher. Nee, so ist das nichts geworden. Komm, komm. Nee, ich glaube, erreiche ich nicht mehr. Nee, das war nichts. Okay, vielleicht beim nächsten Mal. Okay, was ist denn jetzt hier hinten noch so? Warum ist da so ein Goldring da drüber? Einfach nur, um Geld zu kriegen. Wow. Und ich habe mich natürlich dann auch dementsprechend treffen lassen. Aber generell ist dieser Ort ein bisschen merkwürdig. Was sagst denn du? Reisetrip, Mützensprung. Wirf deine Kopfbedeckung und halte Y gedrückt, um diese eine Weile auf der Stelle rotieren zu lassen. Spring anschließend auf sie und darauf, um einen großen Sprung auszuführen. Das muss ich eh auch noch ein bisschen einüben. Ja, so ist das. Ich muss noch die ganzen Tricks ein bisschen einüben. Warte, kann ich vielleicht selber Lakito sein? Das wäre mega. Ich angle mir einen Fisch. Und dem... Oh! Tatsächlich. Achso, jetzt kann ich selber angeln. Aber ich habe da schon reingeguckt. Es waren doch keine Fische hier drin. Oh, da sind vielleicht jetzt Fische drin. Ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht ein Mond hier drin ist. Warte, da ist ein Fisch. Jetzt sehe ich einen. Da sieht man ihn so ein bisschen leicht. Na komm, beißer an. Beißer an. Ja, er kommt näher. Er kommt näher. Er kommt näher. Ja, 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 ja. Warte, warte, warte. Ja, beiß er an. Beiß er an. Der beißt nicht an. Jetzt sind 2 hier dran. Ja, die beißen gerade nicht an. Ach so. Ich hätte schon längst rauswerfen müssen. Ich dachte, da kommt so... Oh, jetzt beißt er gerade an. Schnell rausziehen oder so. Aber nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich werde mal hier ein bisschen Zeit verbringen und einfach mal ein bisschen angeln. Oh, nein. Okay, 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 okay. Ein großer Fisch. Der, und das ist tatsächlich ein Mondwert. Okay, dann angle ich doch jetzt nicht eine Weile. Weil mir war klar, dass es hier irgendwie einen Mond, dass es hier einen Mond gibt. Aber dann habe ich den doch relativ schnell gefunden. Aber wie komme ich jetzt auf die Palmen rauf? Das ist mir jetzt noch ein Rätsel. Weil die Oase würde ich eigentlich jetzt schon gerne abschließen. Ich versuche es mal mit einem Dreifachsprung. Nee, so wurde das nichts. Es gibt ja auch diesen Hechtsprung. Gucken wir mal. Oder vielleicht mit der Mütze. Vielleicht mit der Mütze. Warte, vielleicht auch eine Palme. Welche Palme ist denn ganz gut, um da drauf zu springen? Da hinten ist eine niedrige Palme. Vielleicht nehme ich die einfach mal. Vielleicht nehme ich die einfach mal. Und zwar hier, die hier. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Zack. Tatsächlich hat das funktioniert. Sehr schön. Okay. Hier muss man... Nein! Oh Mann, oh! Geht auch übrigens mit einem Rückwärtssalto. Also,
Ich habe mir ein bisschen mehr Stress gemacht als eigentlich nötig. Und jetzt muss ich da zur Note. Ich kann mir denken, was jetzt passiert. Ganz viele kleine Noten, die ich sammeln muss, richtig? Ja, okay. Schnell hier rüber. Wunderbar. Waren das alle? Ja, das waren alle. Sehr, sehr schön. Dann haben wir auch hier den Mond gesammelt. Aber mich wundert es, dass hier nur diese drei lila Münzen im Wasser drin sind. Und keine weiteren lila Münzen. Na gut, so ist es halt. So ist es halt. Hier, die Oase haben wir jetzt erstmal soweit abgeschlossen. Warte, warum sind da so viele Vögel? Warum sind da so viele Vögel? Ist da vielleicht was im Sand? Nein, hier ist nichts im Sand. Doch, doch. Der Vogel, der Vogel, der Vogel, der Vogel, der Vogel. Ja, wir haben den Vogel. Nice. Sehr schön. Schöner Abschluss für den Part. Und im nächsten Part geht es dann hier weiter. Und wir werden erstmal ein bisschen, wie gesagt, in der Wüste erkunden. Auf Erkundungstour gehen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es im nächsten Part auch direkt dann irgendwann schon weitergeht. Vielleicht so zur Hälfte des Parts oder so. Gucken wir mal. Also bis dahin, euch noch einen schönen Tag und tschüss.